Am Samstag war es soweit. Das museale Haus am Markt in Frauenstein wurde seiner Bestimmung übergeben. Bürgermeister Rainer Henschel lud diesbezüglich zur feierlichen Eröffnung ein. Unter den Gästen waren der Ministerpräsident Michael Kretschmer, die ehemalige Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann und weitere Vertreter der Landesstelle für Museumswesen Sachsen sowie die Architekten, Projektanten und Bauschaffende. Musikalisch eröffnete Organist Jan Katschke mit barocken Musikstücken auf der Kopie der Silbermann-Orgel. In seiner Rede blickte der Bürgermeister auf die letzten 5 Jahre zurück. Die ersten Gedanken, das Museum in Frage zu stellen, kam dadurch, dass der Eigentümer des Schlosses zu Frauenstein, Professor Turski, damals an die Stadt herangetreten ist und hat gesagt, nachdem ich jetzt meine Sanierung der Dächer und so weiter vorgenommen habe, muss ich dann auch jetzt mal ins Innenleben gehen. Und und dann kam ja die Frage auf, wie lange wird das dauern? Und diese Ungewissheit war eigentlich so der Auslöser, darüber nachzudenken, ob wir das Museum dann unterbrechen, die Öffnung, oder ob wir sagen, finden wir einen anderen Standort. Und hier haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das heißt, dass wir dieses Gebäude hier am Markt, das war unsaniert, das einzige unsanierte Gebäude, dann wieder in eine Nutzung bringen konnten und natürlich dann auch als Museum nutzen können. Nur mit Hilfe von 7 Förderprogrammen war es möglich, dieses Haus am Markt zu sanieren, in welches nun das neue Museum aus dem Schloss umzog. Insgesamt 2,8 Millionen Euro flossen in die Sanierung ein. Circa 230.000 Euro an Eigenmitteln brachte die Stadt für das Projekt auf. 2018 begannen dann die ersten Baumaßnahmen und hat sich jetzt nur bis zum heutigen Zeitpunkt hingestellt, wobei wir sagen müssen, dass das Gebäude bauseitig ungefähr schon ein halbes Jahr fertig ist und die ganzen Innenausstattung alles jetzt erfolgt sind. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich recht herzlich bedanken beim Bund, beim Freistaat Sachsen, bei den Fördermittelgebern LIDA Regionalmanagement, Landesstelle für Museumswesen, unserem Landkreis und natürlich auch der Ostdeutschen Sparkassenorganisation in Verbindung mit der Sparkasse Mittelsachsen. Natürlich bedanke ich mich bei allen Planern, Architekten. Wir hatten dazu eine Arbeitsgemeinschaft, das Bauentwurfbüro Pirna, wir haben Heizhaus Dresden, wir haben die Innenarchitektin Frau Graupner, sprich für das Atelier Nummer 4 aus Flöja, und den Historikern, Kuratoren Herrn Eller aus Dresden sowie den Herrn Katschke als Musikfachkraft. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lobte das neue Gottfried-Silbermann-Museum. Er sprach von einer beeindruckenden Ausstellung, die neue Wege der Wissensvermittlung in einer besonderen Architektur aufzeigt. Als erster trug sich der Ministerpräsident in das neue Gästebuch des Gottfried-Silbermann-Museums ein. Für uns ist das eine lange Zeit der Arbeit gewesen, die wir in dieses neue Gebäude, in diese neue Ausstellung hineingesteckt haben. Wir haben fast 5 Jahre lang auf diesen Tag hingearbeitet. Das Vermächtnis Silbermanns und sein Erbe hier in seiner Heimatstadt Frauenstein muss natürlich bewahrt werden. Und das stand tatsächlich zeitweise etwas auf der Kippe. Und deshalb sind wir umso glücklicher, dass wir jetzt diese ganze Arbeit hinter uns haben. Und wir können jetzt präsentieren, was wir geschafft haben. Wir können zeigen, was wir aus dem Vermächtnis Silbermanns gemacht haben. Wir können zeigen, wie wir das auf neue und moderne Art den Besuchern näher bringen wollen. In einer modernen, alle Sinne ansprechenden Schau können sich die Besucher über das Leben und das Wirken des großen deutschen Instrumentenbauers informieren. Für die Museumspädagogik bietet die Silbermann-Exposition interessante Möglichkeiten. Kurator Philipp Eller konzipierte gemeinsam mit Jan Katschke die neue Silbermann-Ausstellung. Silbermann ist ein Orgelbauer. Eine Orgel ist das wahrscheinlich komplexeste und größte Instrument. Deswegen haben wir hier, das ist direkt hinter mir, ein neues Orgelmodell anfertigen lassen vom Dresdner Orgelbauer Marco Stahl. Das nimmt perfekt Bezug auf die historischen Objekte daneben. Aber Silbermann hat nicht nur Orgeln gebaut, sondern auch beseitete Tasteninstrumente, also Klaviere. Und auch dafür haben wir neue Modelle bauen lassen. Wir haben aber auch einen neuen Audioguide. Und als Audioführer haben wir
den Neffen von Gottfried Silbermann, Johann Andreas, eingestellt. Der kann sich nicht mehr wehren, der ist schon eine Weile tot. Und er erzählt uns, was er auf seiner Reise nach Sachsen im Jahr 1741 erlebt hat, ganz passend zu den historischen und Ausstellungsstücken. Und dazu noch gibt es eine interaktive Karte, es gibt ein Interview mit einem Orgelbauer und noch viel mehr, was Sie jetzt im neuen Museum erleben können. Wir haben tolle neue Ausstellungsstücke. Wir haben zum Beispiel eine Pfeife, die 1990 aus den Trümmern der Frauenkirche geborgen wurde. Im Kellergeschoss befindet sich die Ausstellung der Frauensteiner Stadtgeschichte. Wir haben dort Medienstationen eingerichtet. Man kann sich zum Beispiel einen kurzen Film anschauen, der die gesamte Geschichte Frauensteins beleuchtet. Und man kann auch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in die Geschichte der Stadt verfolgen. Im Erdgeschoss haben wir eine moderne Touristeninformation, Stadtinformation eingerichtet. Das soll der erste Anlaufpunkt sein für unsere Besucher. Dort sollen sie sich informieren können, wenn sie nach Frauenstein kommen. Und dort können sie sich auch Audioguides für unser Museum selbst abholen. Ein Besuch des neuen Gottfried-Silbermann-Museums lohnt sich auf jeden Fall. Das Museum ist Dienstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr geöffnet.